Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Paradise Lost. Wir machen weiter hier in den Wohneinheiten. Zumindest den Anfang davon haben wir jetzt inzwischen gesehen. Und ein bisschen was erfahren. Aber hier geht's noch weiter. Oha. Oh Mann. Bist du da? Laut meiner Karte ist das hier der luxuriöse Teil des Bunkers. Aber ich kann überhaupt nicht sehen. Die meisten Kameras wurden ausgeschaltet. Ich würde gerne sehen, wie die deutsche Elite gewohnt hat. Das ist bestimmt sehr schön. Ist das Ding überhaupt an? Ja. Aber ich kann ja wohl schlecht reden. Also hier haben die Deutschen gewohnt dann. Die deutsche Elite. Der Weg zur Wiedergeburt des Dritten Reichs. Erforschen Sie die Wiege der arischen Rasse und die Quelle ihrer Macht. Lüften Sie das Geheimnis, welches die Ränge unserer Armee erschlagen lässt oder unsere Feinde am Tag der Abrechnung überwältigen soll. Kommen Sie zum Auftakttreffen der Forschungs- und Lehrgemeinschaft. Das Ahnenerbe e.V., geleitet von Professor Bruno Berger, Anthropologe und Mitglied der deutschen Expedition nach Tibet 1938 bis 1939. Auf seiner Expedition förderte er das geheimnisvolle unterirdische Land Agartha und die Quelle der arischen Macht zutage. Eine Macht, die nun dazu dienen wird, unsere Feinde zu besiegen. Erfahren Sie mehr über die Forschung, deren Ergebnisse uns bald ermöglichen werden, die Feinde unserer nationalsozialistischen Heimatlandes vom Angesicht der Erde verschwinden zu lassen. Sehen Sie nicht nur tatenlos zu. Werden Sie Teil der Wiedergeburt des Großgermanischen Reichs. Wir beginnen nach dem Abendessen um 21.05 Uhr am Treffpunkt. Oh, schön. Ja, ist ja toll. So. Alles verrammelt, alles zugemacht. Okay, das müssen irgendwie Geschäfte gewesen sein, oder? Bierhalle. Ja, das ist halt so eine Gaststätte, wa? Hier ist auch wieder die riesige Uhr hier. Mit Einschussloch, aber das ist kein Einschussloch. Das ist nur ein Spinnnetz. Total verlassen, schon seit Ewigkeiten verlassen. Hier, nur mit Lebensmittelmarken zahlen. Wie man immer noch so auf das Bezahlmittel besteht, obwohl es absolut sinnlos ist eigentlich, oder? Man konnte sich Geld irgendwie verdienen mit der Voraussicht, dann irgendwann doch wieder aus diesem Bunker rauszukommen. Ansonsten hat das ja keinen Mehrwert, etwas zu bezahlen. Essen und Getränkausgabe ist das hier gewesen. Da ist wieder die Sängerin, oder? Ist das nicht sie? Die hat hier gesungen. War das hier? Ja, das war hier. Da stand sie. Shimon, bist du das? Ich kann deine Schritte hören. Ist echt gruselig. Was ist das? Okay, der hat eingepackt. Dann werden wir es wahrscheinlich noch brauchen. Garderobe. Gemütlich war es hier mit bestimmt. Also gehe ich ganz von aus. Und noch ein bisschen Stoff können wir wahrscheinlich auch gut gebrauchen. Nehmen wir mit. Ja, hier hat die gesungen, diese Greta. Okay.
Okay, hier hat man die Kamera dran gelassen, warum auch immer. Oh, du bist es. Warum hast du vorher nichts gesagt? Gibt es dort kein Mikrofon? Ach du grüne Neune, was für ein Saustall. Warte, was ist das am Ende des Balkons? Ich gucke mal. Wer hätte gedacht, dass die so ein Chaos hinterlassen? Was meint sie hier? Hoch mit deinen Füßen. Meine Nieren versagen. Wir können nicht mehr viel für ihn tun. Doch, das können wir. Und du weißt es. Ich bin es leid, diese Diskussion immer und immer wieder zu führen. Was willst du überhaupt noch? Sie hielten, dass ihre Probleme sich von selbst lösen. Bis jetzt hat das nicht geholfen. Okay, also sie hat sich... Das war grauenvoll. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, am besten du bist ruhig. Es ist ja unglaublich. Das ist ein Quatsch. Was wollte ich jetzt sagen? Also sie wollte aber du diese Maschine nicht anschalten. Die natürlich einige Leben hätte retten können. Mit Sicherheit. Die berechnet ja die Wahrscheinlichkeiten und so, was sie und alles das, was sie hätte machen sollen. Und aber sie hat auch viele Menschen getötet. Erbarmungslos getötet. Und dass sie die Maschine nicht mehr benutzen will, kann ich also vollkommen nachvollziehen. Okay, hier hinten waren wir schon. Was? Irgendjemand hat ja irgendwas gesagt, glaube ich. Okay, wo sind wir denn nun? Keine Ahnung. Gegen den Atelier, glaube ich. Das könnte sein. Maler war hier. Die Tür ist leider zu, da kommen wir nicht durch. Ich möchte da natürlich immer alles, am besten wirklich alles sehen und so. Historia of Malaspa. Polska. Da gibt es ein Safe. Können wir aber natürlich nichts machen. Was höre ich hier immer? Okay, wir gehen aber erstmal kurz hier noch rein. Ja, hier waren wir gerade drin, ne? Ist es das? Ja, das ist das. Da waren wir gerade drin. Aber hier geht es auch noch rein. Hoffe ich. Ja, okay. Zum Kleidungsgeschäft. Ja, genau. Hier gibt es einen Haufen Stoff. Stoff ohne Ende. Modezeitung, ja, davon kommt die Zeitung. Okay. Also ein Schneiderei, kann man sagen. Da sind wieder irgendwelche Kippen. Guck mal, die haben sogar Kuchen verkauft hier. Oh, geil. Das finde ich immer total lecker, wenn der dann eben so ein Bäcker sitzt oder so und die haben wirklich selbstgemachten Kuchen, was ja nicht mehr so oft gibt. Gibt es leider immer seltener. Und die dann auch noch schmecken. Boah. Also für selbstgemachten Kuchen oder so, der wirklich gut schmeckt oder so, zahle ich dann auch gerne einiges mehr, als wenn ich so einen maschinellen hergestellten esse, der wirklich überhaupt nicht schmeckt. Aber das gibt es, wie gesagt, nicht mehr so oft. Ja. An das Siedlungshauptamt. Ich sehe mir gerade die Ernährungsempfehlung an, die von der Siedlungsbeamtin Fräulein Sieglind Huber für die organischen Objekte zusammengetragen wurden.
Besonders amüsant fand ich folgenden Abschnitt. Die Entwicklung des Gehirns ist stark abhängig von essentiellen Fettsäuren, EFA. Eine natürliche Quelle für EFA stellen Fisch, Meeresfrüchte oder Algen dar. Weiß Fräulein Sieglind Huber, wie überaus lächerlich ihre Empfehlungen sind? Falls sie sich dessen nicht bewusst ist, bitte ich sie, ihr diesbezüglich begreiflich zu machen. Ja, weil es hier wahrscheinlich kein Fisch oder Meeresfrüchte oder Algen oder sowas gibt. Das muss ja dann, wenn dann, angebaut werden. Also die Algen- und Fischzucht muss ja gemacht werden und so. Dann ja. Aber die müssen ja an einiges gedacht haben. Also wieder diese Kreta hier. Überall diese Bilder von dieser Kreta. Die Kreta kam wahrscheinlich wirklich nicht mehr weg hier. Weil sie sollte ja eigentlich nur hier sein, um zu singen. Und dann wieder gehen, glaube ich. Aber... Oh. Moment mal, wir müssen mal ganz kurz zurück. Wir müssen die andere Seite noch mal gucken. Kommen sonst hier nämlich nicht mehr durch. Sieht aus wie eine Rezeption oder was ist das hier? Fundhaus? Bin mir nicht sicher. Oder Wein oder was? Oder eine Ausstellung oder so. Könnte auch sein. Mal gucken, vielleicht finden wir es noch raus. Gibt es hier nicht eigentlich immer so eine Schilder, die draußen dran hängen? Hier in dem Fall leider nicht. Okay. Ja, es ist ja auch nicht so schlimm. Wir gucken. Dafür sind wir ja hier. Wir gucken uns genau um. Hier sind zumindest irgendwelche Bilder über Wein und Melancholie, okay. Boah, was für eine krasse Kasse hier. Okay. Modell. Er hat hier Modelle gebaut. Okay, Modelleisenbahn und sowas. Oder repariert und so. Repariert, bemalt, gebaut. Interessant. Oha. Wo komme ich denn hier hin? Wo bin ich denn jetzt wieder? Weiß nicht, ob ich das will. Ich werde auch nichts verpassen. Okay, hier gibt es nochmal ein Schriftstück. Wöchentlicher Bericht, 18. März 1966. Montag, 46 gingen, 43 kamen. Zurück, minus 3 Personen. Dienstag, 43 gingen, 42 kamen zurück, minus 1 Person. Mittwoch, 42 gingen, 36 kamen zurück, 6 Personen, minus. Donnerstag, 36 gingen, 24 kamen zurück, 12 Personen, minus. Freitag, 22 gingen, 17 kamen zurück, minus 5 Personen. Wenn das so weitergeht, dann sind wir wohl auf gut Deutsch im Arsch. Ja, hat die Tendenz nach unten zu sinken. Ist voll das Versteck hier oben irgendwie. So das Gefühl. Das ist wohl das Lager hier hinten. Oh. Da war wieder der schöne Bug. Die Tür ging in Wirklichkeit gar nicht auf. Okay, jetzt sind wir in ganz anderem Bereich hier mit irgendwelchen Vasen und so. Kunsthändler.
Anordnung 262. Im Bunker sind keine religiösen oder ritualistischen Objekte erlaubt. Gegenstände dieser Art können anonym in diesem Raum abgegeben werden. Wer dennoch mit solcherlei Gegenständen aufgegriffen wird, wird mit Hochverrat bezichtigt. Wird das Hochverrat bezichtigt? Okay, Dominika. Also die Dominika war die Anführerin dieser polnischen Gruppe wahrscheinlich. Dieser Widerstandsgruppe. Habe ich so das Gefühl. So, gut, dann waren wir jetzt hier durch, glaube ich. Genau. In diesem Weinatelier waren wir drin. Wie heißt denn das? Das heißt ja nicht Weinatelier. Waren wir hier drin? Ja, das ist doch dieses... Nee, das ist bestimmt wieder was anderes, oder? Ach doch, hier, den Brief haben wir gelesen, glaube ich. Ja, genau, wir kamen hier raus. Wohin? Gut. Da oben geht es dann wahrscheinlich weiter. Hier ist komplett zu. Hier wurde gebaut oder so. Und hier der Atlas. Kaputt. Mann, ich muss aber auch heute niesen. Das ist ja fürchterlich. Fürchterlich. Komme ich nicht rein. Ach, das ist das Stoffteil. Da waren wir auch drin. Ja, gut. Oh Mann, dass hier keine Menschenseele mehr ist, das ist wirklich gruselig. Kann mir doch keiner erzählen, dass hier kein Mensch überlebt hat. Ich will schon wieder quatschen. An alle. Allein schon der Verrat bei der Verteilung der Lebensmittel hätte der Tropfen sein müssen, der das Fass zum Überlauf bringt. Ich hätte wissen müssen, dass man nicht vernünftig mit ihnen reden kann. Ich denke nicht, dass jetzt noch irgendjemand Zweifel hat. Wir schlagen zur Mittagszeit zu. Denkt daran, dass diese Menschen nicht mehr die sind, die ihr einst kanntet. Er hat sie manipuliert. Hab kein Mitleid mit ihnen. Sie hätten auch keines mit euch. Das war aber der Anfang, der Beginn. Also Lebensmittel zum Beispiel wurden... Ja, falsch rationiert. Also die einen mehr bekommen, die anderen weniger. Und das war ja nicht das Einzige, glaube ich. Hey, I was getting lonely, so I figured I'd call you. I hope you don't mind. Ich habe zu wenig von dir gehört. Ich dachte, ich melde mich mal wieder. Ich hoffe, dir geht's gut. Dein Name ist Eva oder Eve? Did you say your name was Eva? Und hast du gesagt, dein Name yes, ist Eva? That's right. Ja, genau. Also heißt du genauso wie dieses Ding. Wage es nicht, mich mit dieser leblosen Maschine zu vergleichen. Wie schreibt man Eva und nicht Eve? Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir uns vertrauen? Ich schätze noch nicht. Naja. Ich kann dich schon verstehen. Alle anderen, die hier gelebt haben, scheinen sich immer nur gegenseitig belogen und betrogen zu haben. Ich mache dir einen Vorschlag. Jeder von uns erzählt dem anderen etwas von sich selbst. Etwas Persönliches. Ich fange an. Ich wurde in Krakau geboren, aber habe die meiste Zeit meines Lebens in einem kleinen Dorf in den Bergen verbracht. Mein Vater war eine Art Priester. Viele Menschen sind ihm gefolgt. Er hat mich immer beeindruckt, wie er sie inspirieren konnte. Meine Mutter habe ich allerdings nie kennengelernt. Du bist dran. Vergiss nicht, das muss etwas Persönliches sein. Meine Mutter ist vor kurzem gestorben. Ich glaube, der Mann auf dem Bild ist mein Vater. Ich habe eine Steinschleuder bei mir zu Hause, die ich wirklich mag. Der Mann auf dem Bild ist vielleicht mein Vater. Oh, deshalb bist du also hier? Willst du Kontakt zu ihm aufnehmen? Jetzt verstehe ich. Danke, dass du mir das erzählt hast. Das muss schwer für dich gewesen sein. Ich sollte weitergehen.
Richtig. Danke fürs Gespräch. Simon. Wir sprechen uns später. Ja, das ist schön. Ja, es macht ja so viel Unterschied. Also der Name Eva und Eve nimmt sich nicht wirklich viel. Da hat er schon recht, dass er den Vergleich gezogen hat, finde ich. Man sollte schon aufpassen. Okay, hier kommen wir auch wieder hoch. Wahrscheinlich kommen wir aber hier auch weiter. Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier gibt es wieder so ein Teil. Das müssen wir uns wahrscheinlich wieder einstecken. Wahrscheinlich können wir hier auch nicht mehr machen. Oh, doch, die Maschine. Kannst du mich herausnehmen? Klar, ich brauche nur eine Sekunde, um dich auf den Bildschirm zu bringen. Ich habe noch eine Eve-Erinnerung gefunden. Wir müssen sie nicht abspielen. Das System funktioniert auch so. Was, wenn es aber will? Warum würdest du das wollen? Es hat uns bisher nicht besonders viel Glück gebracht, in der Vergangenheit zu stöbern. Bisher ging es immer nur um Zerstörung und Verrat. Der Mann, den ich suche, war in dieser Aufzeichnung zu sehen. Es wäre mir lieber, wenn du unsere Zeit nicht mit noch mehr Erinnerungskapsel verschwendest. Ich will sie abspielen. Ich kann dich nicht davon abhalten, oder? Okay, wir gucken noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Also der Mann, wo wir die letzte Vergangenheit gesehen haben, das ist dann wahrscheinlich unser Vater gewesen. Der die Maschine da irgendwie retten wollte, beziehungsweise dass es nicht ein Systemfehler kommt. Wir sind wieder bei 77%. Okay. Wenn alles so weiterläuft, können wir den Bunker in ein paar Monaten verlassen. Zumindest, wenn wir dazu bereit sind. Hm. Geh ran. Lucian, wir müssen reden. Nun, das ist wirklich eine Überraschung. Was verschafft mir die Ehre, Dominika? Ich will verhandeln. Nein. Wie ich bereits sagte, ganz einfach. Wir teilen unsere Lebensmittel durch drei. Ihr erhaltet ein Drittel, wir erhalten ein Drittel. Und den Rest geben wir als Opfergabe an die Götter. Ohne ihren Segen hätten wir diese Lebensmittel gar nicht erst gefunden. Wir müssen ihnen den nötigen Respekt erweisen. Gut. Gut. Wir teilen die Lebensmittel durch drei. Aber nur unter einer Bedingung. Du baust diese Geschütztürme ab. Ich baue sie schon noch ab. Wenn du dich die nächsten zwei Monate lang an deinen Teil der Abmachung hältst, dann werde ich sie entfernen lassen. Betrachte es als eine Art Schonfrist. Wenn du willst, dass wir weiterhin produzieren, musst du sie abbauen. Jetzt sofort. Die Sache ist, Dominika, ich brauche dich um einiges weniger, als du vielleicht denkst. Komm zurück, wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist. Warte, lass uns bitte darüber reden, Lucian. Ich bin sicher, wir können uns einigen. Kanal wurde stumm geschaltet. Was ist hier los? Deaktiviert? Sie hat uns hereingelegt. Ich weiß nicht, was du... Du wirst es früh genug herausfinden. Aber ich kann dir jetzt schon verraten, dass das hier kein gutes Ende für dich nehmen wird. Est nehmen. Abwehr erhalten, Abwehr für Dominika wissen. Position wird ermittelt. Geschütztürme hochfahren, schnell. Okay, also sie hat den reingelegt. Zeig mir die Karte. Sie sind schon unterwegs. Sie dürfen die Brücke nicht passieren. Hast du mich verstanden? Halt sie auf. Okay.
Okay, paar Karten aktivieren oder parieren und aktivieren. Tor 03, 302 schließen. Okay, das muss ich jetzt wieder machen. Stumpfe Waffen erfasst. Gefahrenstufe hoch. Tor 03, 304 schließen. Es funktioniert nicht. Wir müssen sie in die Luft jagen. Ach du Scheiße. Wir müssen die Brücke in die Luft jagen. Hast du verstanden? Es gibt keine andere Möglichkeit, wenn wir es nicht tun. War alles umsonst. Aktivierung der Sicherheitstürme erfolgreich. Die Geschütztürme sind wieder aktiviert. Autorisiere Einsatz tödlicher Gewalt. Niemand darf sich bei der Explosion auf der Brücke befinden. Sicherheitsbeurteilung wird durchgeführt. Warnung, es befinden sich 14 Zivilisten in Schutzlinie. Einsatz tödlicher Gewalt. Nicht autorisieren. Was hast du getan? Du weißt immer noch nicht, wie das hier funktioniert, oder? Brücke wird abgesucht, Kolonisten erfasst 13. Manuelle Überschreibung festgestellt. Ich wollte das nicht. Ich wollte das alles nicht. Also ich habe jetzt Nein gesagt, dass das nicht passiert, aber er hat das überschrieben. Die Konsole wird möglicherweise beschädigt. Vorfahren. Lass mal keine andere Wahl gelassen. Zündung. Sprengkörper sind 3. 2, 1, Sprengkörper wird gezündet. Okay. Verstorben, 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 verstorben. Er hat alle umgebracht, die ganzen Zivilisten. Oh, wow. Unglaublich. Boah, ich bin jetzt ganz hier oben. Da ist die Brücke. Die er hat einstürzen lassen und die Dings kamen von da drüben, ja. Enden ist wieder der Leuchtturm, da waren wir ja. Ich glaube nicht, dass ich an der Brücke hier weiterkomme, weil gesagt, die wurde ja gesprengt. Gut, über das Wasser zu kommen wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich das Problem hier, wenn man das mal so sieht. Halte durch. Okay, schon sind wir drüben. Oh. Automatischer Geschützturm. Das hat er ja gesagt, die sind aktiv, ne? Oh, der zieht auf mich. Oh, 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 oh. Der hat auf mich gezielt. Ach du Heilige. Ich habe so den Eindruck, das wird immer gefährlicher für uns hier. Je tiefer wir vordringen, desto gefährlicher wird das Ganze hier. Sieht aus wie eine riesige Lagerhalle oder sowas.
Oder ist das der Arbeiterbereich hier? Die haben ja gesagt, die werden nichts mehr produzieren oder so. Die ganzen Arbeiter, das könnte schon sein, dass es hier ist. Okay, da liegen irgendwelche Knochen rum. Erste Mal, dass wir tatsächlich sowas wie Knochen sehen. Siehst du das? Nein. Wo du bist, wo du... Siehst du aus wie eine Verarbeitungsanlage für Lebensmittel. Ich kann dich nicht. Ach du Jemi, die wurden die Tiere geschlachtet, denke ich. Ja, mit Sicherheit wurden hier Tiere verarbeitet. Okay, so hatte man das aufgemacht. So hatte man es wieder zugemacht. Und dann, das öffnet irgendwas. Ah, die Tür hinten, okay. Abschrift einer automatischen Aufnahme, ausgelöst durch die Erkennung des Stichworts Ziege über das Kommunikationssystem. Sophia Nablokla, die Ziege, irgendwas war seltsam an ihr. Was meinst du damit? Hatte Hörner? Einen schwarzen Schwanz, eine Ziege, wie jeder andere auch. Aber hast du gesehen, was sie gemacht hat? Was eine Ziege nun mal so macht, hat rumgestanden. Genau. Sie stand am Gras und hat nicht ein einziges Mal davon gefressen. Vielleicht hatte sie keinen Hunger. Aloysi, hast du schon einmal eine Ziege gesehen, die keinen Hunger hatte? Das ist wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Erinnerst du dich nicht, wie die Ziege der Schlalachts 43, als das Gras in unserem Hof und dann sogar deinen Kürtel gefressen hat und du deine Hosen mit Bindfaden zumachen musstest? Weiß ganz genau, dass Ziegen wahre Nimmersatte sind. Ich sage dir, irgendwas stimmt mit dieser Ziege ganz und gar nicht. Na, es ist eine Wunderziege. Vielleicht fressen diese Wunderziegen nur wunderliche Sachen. Du alter Narr, wie kann man nur so gutgläubig sein? Wenn eine hübsche junge Dame ihren Rock für dich heben würde, würdest du glatt glauben, es ginge ihr um dein Herz und nicht etwa um den Trockenfleischvorrat in der Speisekammer. Ah, sehr schön. Es ist eine Wunderziege, genau. Die Wunderziege. Oh, vielen Dank. Das ist aber nett. Danke, ja, danke. Ach, Mist. Oh, okay, ich sehe schon. Ich muss die Dinger aufmachen. Moment. Dafür müssen wir den unteren klicken. Okay, das wird ein bisschen schwierig, tricky, weil ich komme da runter. Aber ich werde da wahrscheinlich nicht rauskommen, glaube ich. Ich kann es nur probieren, mal gucken. Vielleicht komme ich auch einfach da hinten runter. Ach, okay, komme ich gar nicht runter. Okay, hat sich erledigt. Ich denke, ich habe wieder zu weit gedacht. Auch nicht schlecht. Das war ziemlich doof, junger Mann. Das war echt blöd. Schimmern. Was war das für ein Geräusch? Wieder runter, rechts! Boah, wow. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, verdammt nochmal. Ja, Tiere. Hier sind die ganzen Tiere aufgehangen. Verhexelt, verarbeitet und oh. Ich bin wirklich kein Freund von sowas, überhaupt nicht. Ich finde sowas total furchtbar.
Okay, das ist schon cooler hier mit Grünzeug und so. Ah, schon nice. Eva? Can you hear me? Kannst du mich hören, Eva? Ich dachte, ich würde sterben. Ich muss dir etwas sagen. Du hast mir das Leben gerettet. Nicht nur gerade eben. Als meine Mutter starb, habe ich gedacht, dass ich ohne sie nicht weitermachen könnte. Ich hatte nichts und niemanden, für den es sich zu leben lohnt. Ich habe versucht, Lucian zu finden, weil ich jemanden brauche, der für mich da ist. Aber dieser jemand bist du. Nicht er. Ich habe jetzt ein Ziel. Ich werde dich finden. Okay, ja, ganz. Ist ja ganz toll jetzt. Sie hat ihm natürlich jetzt das Leben gerettet. Ja, und jetzt vertraut er ihr voll und ganz. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wer ist, überlegt mal, wer ist sie denn? Die schaltet hier einfach die Maschinen an die Maschinen rum, als ob sie genau weiß, was sie tut. Ja, mit einem Fingerdruck konnte sie jetzt diesen, dieses Laufband da abschalten. Für jemanden, der noch irgendwas gesucht hat und irgendwo eingesperrt ist, ist das schon sehr merkwürdig, dass dieser so einen Plan hat. Ja, da schon sehr vorsichtig. Stenografische Aufzeichnung. Anfrage. Laut dem Siedlungshauptamt hätten wir bis spätestens zum 1.3.1960 200 Tonnen Dinkel geliefert bekommen sollen. Bisher ist keine Lieferung dieser Art eingetroffen. Dies ist eine Angelegenheit mit höchster Wichtigkeit. Ich erwarte unverzüglich Antwort. Antwort. Ihre Anfrage ist eingegangen. Die Verzögerung entstand durch die unermessliche Dummheit dieser polnischen Straßenräuber. Sie haben versucht, einen SS-Außenposten in die Luft zu sprengen. Doch ihre Sprengkörper explodierten zu früh. Dadurch zerstörten sie ein naheliegendes Lager, in dem sich der Dinkel befand, der für Zülzendorf bestimmt war. Wir werden den Dinkel so bald liefern, wie es uns möglich ist. Boah, hier drin ist es bestimmt schön kuschelig warm. Das sieht man an dem Wasser hier. Das mögen Pflanzen ja total. Schick. Hier wären wir gar nicht rausgekommen. Ja, wahrscheinlich zu verschiedene Arten hier angebaut auch. Aber ich weiß gar nicht, was sind das? Tomaten oder was ist das? Ja, es könnten Tomaten sein, ne? Ja, doch, da unten hängen noch welche dran. Lecker frische Tomaten. Ist ja toll. So, wir gucken nochmal hier. Ah, hier kamen wir her, oder was? Nee. Das muss was anderes sein. Ah, Geheimnis. Das sagt uns wahrscheinlich der Ton. Okay, Lilly, Liebe. Das ist schön. Oktober 1947. Bis gleich schon wieder nächsten. Ich drehe durch. Moment. Ah, nee, jetzt ist es kurz weg. Ich weiß nicht. Die Menschen werden immer verrückter. Durch diese ganzen Glauben an die Ahnengeschichte. Sie wollen Opfer darbringen. Wir haben nicht genug Nahrung, um sie einfach so wegzuwerfen, damit die Götter ein Festmahl genießen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um die Götter zufriedenzustellen, ohne die Gaben zu opfern. Es muss ein Feuer geben. Ansonsten nehmen sie es mir nicht ab. Und wenn ich etwas darauf werfe, müssen irgendwie Flammen auflodern. Vielleicht eine Art LED. Ich glaube, ich habe ein paar Lampen hier irgendwo gesehen. Ich muss diese Idioten nur von dem gesegneten Feuer fernhalten. Sonst durchschauen sie das noch. Okay.
Der heilige Baum sollte ein geeigneter Ort für das Feuer sein. Hinter dem Feuer muss ein Hohlraum mit einer photovoltaischen Zelle sein, die an einem Stromkreislauf angeschlossen ist, der einen Impuls aussendet, der die Flamme auflodern lässt. Darunter könnte es ein Behältnis für die Opfergaben geben, sodass sie direkt zurück ins Lager gehen. Verdammt, wenn ich gewusst hätte, dass ich mich jemals so sehr mit Elektrik herumschlagen müsste, wäre ich niemals ein Priester geworden. Ein interessanter Einfall hat er da gehabt. Finde ich ja schon lustig irgendwie. Aber sind die darauf wirklich reingefallen? Naja, von Weitem kann das wirklich ausgesehen haben wie ein Feuer durch die LEDs, aber... LEDs in den 60ern ist auch lustig. Okay. Das wird immer creepiger hier. Depression. Bargaining, okay. Also diese Erfolge hier sagen mir überhaupt nichts und sind irgendwie total merkwürdig. Oha, da ist es, 04. Level 4. Ebene 4. Hier sollten die Labore sein. Ich wusste, dass du es schaffst. Eva? Ja, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Okay. Zugriff gewähren. Okay. Labore. Na, ich bin ja mal gespannt, an was die so geforscht haben. Allerdings sehen wir das in der nächsten Folge, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen bei Paradise Lost. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.